Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu der Clue 2. Ja, vorab muss ich euch sagen, dass ich das, was ich jetzt gerade aufnehme, nicht zum ersten Mal aufnehme. Da bei der letzten Aufnahmesession mein lieber Laptop meinte, mal abstürzen zu müssen und ich daher keine Daten gesichert hatte. Das heißt, dass ich den nächsten Bruch, das Kraftwerk, schon soweit kenne und nicht mehr ganz neu mit euch starten kann. Und außerdem wiederhole ich mal das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Diese Session, die ich jetzt heute aufnehme, das soll womöglich dann auch die letzte Session von der Clue 2 werden. Es tut mir leid, liebe Leute, aber so sieht's nun mal aus. Denn viel kommt nicht mehr und ich möchte es dann auch ganz gerne mal fertig kriegen. Ich hoffe, ihr versteht das. So, das war wie folgt. Das Kraftwerk. Die Realisierung des Kraftwerks stieß auf einigen Widerstand in der Bevölkerung. Schlussendlich konnte sie doch mit seiner Notwendigkeit und seiner Sicherheit überzeugt werden. Mittlerweile deckt es einen Großteil des städtischen Strombedarfs ab, vor allem den der Sicherheitsanlagen im Ministry of Light. Ziel? Kraftwerke lahmlegen. Da fällt schon auf, wir brauchen keine richtige Beute. Und was ich nach einigen Versuchen, wo es nicht geklappt hat, auch ja rausgefunden habe, ist, dass wir überhaupt keinen Komplizen brauchen, sondern das im Prinzip alleine machen können. Wir müssen nur, das ist das Wichtigste bei diesem Einbruch, geduldig sein und wir müssen wissen, worauf man achten muss. So, und jetzt brauchen wir nämlich einmal einen Dietrich und die beiden. Das ist alles, was wir brauchen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Kraftwerk wieder. Genau hier. Und jetzt könnte man theoretisch gesehen schon loslaufen. Man könnte, das habe ich in den ersten Versuchen mal, ich glaube, 2 Stück waren es. Man kann hier hochlaufen und hier oben in den Gang und hier oben was machen. Dann da oben gucken, da läuft so eine Frau rum. Auf die achten, damit ihr eigentlich sieht. Und hier unten, der geht immer seine Runde, der Kerl. Dass der eigentlich sieht, wenn man hier wieder rausgeht. Aber das kann man sich auch einfacher machen. So doof das auch klingt, sondern man muss einfach ein bisschen warten. Ich glaube, so knapp über eine Minute war es. Und wenn man dann losgeht, also hier hinten hin, dann kann man auch durch den Vordereingang rein und nicht, ups, Hand gestoßen, aua, und nicht da rein, wo wir das letzte Mal in der letzten Folge schon am Ende schauen waren, wie es denn hier aussieht. Weil links unten hat man ja eine Tür gesehen, so eine Doppeltür, da müssen wir aber nicht rein. Das brauchen wir nicht. Ich hoffe, mein Plan geht auf. So, jetzt können wir, glaube ich, los, genau. Weil jetzt ist nämlich der Kerl hier drin und der, der in dem Kraftwerk selbst Wache schiebt, das hier ist so ein Verwaltungsgebäude, sag ich mal, ein Sekretariat, der ist jetzt hier drin. So. Und das Tolle ist, ihr wundert euch jetzt vielleicht, warum ich keine Alarmanlagen und gar nichts mitnehme. Das Tolle ist einfach, diese Türen sind überhaupt nicht bewacht. Das ist mir hinterher aufgefallen. Wo ich dann dachte, okay. Und jetzt müssen wir nur gucken. Ich glaube, der kommt jetzt von oben wieder. Das heißt, wir müssen uns hinter die Treppe stellen. Weil eigentlich sollte der wieder rausgehen jetzt gleich. Der kontrolliert nur die Tür, genau. Stimmt das? Kommt er jetzt? Oder habe ich mich jetzt vertan? Der geht jetzt runter, genau. Mal
Alles klar, so, jetzt können wir hochgehen. Genau. Jetzt gleich wird es ein bisschen knifflig. Jetzt gibt es hier links und rechts jeweils einen Weg. Und ich bleibe jetzt einfach mal hier, weil ich jetzt hier hochgegangen bin. Man kann jetzt unter der Kamera hergehen, aber da muss man echt vorsichtig sein. Ihr seht, das ist haarscharf hier. Das ist richtig knapp. Ich versuche, mach's lieber auch nochmal. Moment. So. Ich hoffe, das hat jetzt gereicht. Und hier unten sind wir eben schon im Raum, in dem wir rein müssen. Wir hätten jetzt theoretisch gesehen, das habe ich erst gemacht, quasi, wenn man hier hoch geht, da kommt man nämlich an der Stelle raus, wo man hier den Seitenangang benutzen könnte. Und dann muss man hier runter gehen und oben muss man zwei Schalter umlegen, damit die Lichtschranken deaktiviert werden, dass Matt hier durchgehen kann. Das heißt, ich müsste hier theoretisch gesehen mit drei weiteren Komplizen noch rumlaufen, aber das muss ich gar nicht. Und zwar kann man einfach hier vorne rumgehen. Man muss, wie gesagt, da nur richtig abtimen, dann geht das auch. So. Ich hoffe übrigens, dass mein Laptop nicht schon wieder abschmiert, denn ich weiß auch nicht so wirklich, woran es gelegen hat. Hatte ich, seitdem ich den habe, das ist ja ein relativ neuer. Seitdem habe ich noch keinen Absturz gehabt, deswegen wunderte mich das ein bisschen. Habe ich auch ein Unboxing-Video zu gemacht. So, jetzt müssen wir eben warten. Jetzt können wir, glaube ich, hinter ihm hergehen, genau. Und rausgehen. Jetzt haben wir die beiden Prismen nämlich hier eingesetzt. Das heißt, wir haben das Kraftwerk im Prinzip so gut wie lahmgelegt. Weil diese Prismen wohl irgendwelche Störsignale aussenden oder irgendwie sowas machen. Keine Ahnung. Jetzt müssen wir eben gucken, genau, jetzt müssen wir mal eben warten. Der Kerl, der... Ach, der steht jetzt natürlich hier vorne. Und drinnen, ich weiß nicht, ob ich drin stehen bleiben kann. Weißt du was? Der geht ja, wenn ich mich jetzt nicht täusche, geht er jetzt ja hier wieder rein und hier wieder hoch und seine Runde dann. Das heißt, ich könnte eigentlich doch hinter ihm warten, oder? Oh, nicht zu nah lieber. Mal gucken. Das dürfte dann auch schon das Kraftwerk gewesen sein. Ist eigentlich dann relativ einfach. Sofern ich denn alles richtig gemacht habe. Und der Kerl, da muss ich jetzt mal aufpassen. Der dreht sich nämlich richtig scheiße rum. In so einem ganz bekloppten Winkel. Ich muss jetzt mal drauf achten. Klack. Der dreht sich nicht einfach nur so zur Tür direkt um, sondern so, der hat nur so einen blöden Sichtkegel, der dann noch mit nach hinten reicht. Genau. So war das. Ja, und dann können wir jetzt eigentlich ins Auto. Jetzt haben wir natürlich wieder mit Matt ein paar Prozente gekriegt. Ein paar Polizeiakten. Aber schlussendlich macht das jetzt, glaube ich, auch nicht mehr den Kohlfett. Obwohl ist er ja schon. Dat Power Work. Was war das denn? Ja. Dat Power Work. Ich nenne es jetzt einfach Dat Power Work. Plan starten. Und dann schauen wir mal, ob es geklappt hat, liebe Leute. Wie immer halte ich meinen Schnuss bei der Musik.
Ich merke gerade, die Musik ist ja schon längst zu Ende, aber ich war gerade noch so am Bangen, dass das mit der Stelle da geklappt hat. Aber das sieht bis jetzt ja echt sehr gut aus. Aber ich finde das... Ups. Wo? Wo denn? Hallo? Wurde gesehen von Soldat. Okay. Nein. Bearbeiten. Da ist bis jetzt niemand drauf eingegangen. Da zeige ich eigentlich schon so in etwa, was ich dann als nächstes Let's Playen werde. Aber scheinbar hat es noch keiner gemerkt. Oder es hat jemand bemerkt, dass ich es gemacht habe und hat es halt nicht rausbekommen. Das kann natürlich auch sein. So. Und ich bin gerade am Überlegen. Ich muss hier stehen bleiben, das hilft ja nichts. Weil der wird mich jetzt sonst sehen, wenn ich da jetzt hochgehen würde. Das heißt, ich muss echt warten. Jetzt ist natürlich die Frage... Jetzt möchte ich mal eben schauen, ob der nur hier drin hin und her geht. Oder wo der hergeht irgendwie. Das ist so... Ich glaube, ich lasse ihn einfach mal ein bisschen gehen und dann gucke ich mal jetzt eben, wo genau denn er hergeht. Am besten nicht mit einer Säule vorm Sichtfeld. Hä, wo ist denn? Moment. Das ist der doch, oder nicht? Hä? Der geht doch in keine Tür rein. Bin ich jetzt ganz misch, oder? Moment. Nee, hier muss ich drauf achten. Auf den hier. Genau. Oder war der das? Ach, der ist schon wieder so schräg gegangen. Jetzt müsste es ja eigentlich geklappt haben. Wenn ich mich nicht täusche. Und wenn das hier nicht klappt, Leute, ich glaube, dann stelle ich mich einfach entweder hinter die Ecke. Hinter die Ecke. Ja, ich habe es heute auch echt total mit dem Reden. Ich merke schon, hinter die Treppe. Und in die Ecke hinter der Treppe, so könnte man sagen. Und warte da. Oder ich gehe hier mit rein und warte da. Oder ich mache ganz was anderes. Mal sehen. Habe ich das richtig gesehen, dass der gerade keinen Sichtkegel hatte? Nee. Das habe ich falsch gesehen, glaube ich. Doch, da! Jetzt hat er wieder einen. Okay. Ja. Bin ich ja mal gespannt. Ich wollte eigentlich nicht so viel Zeit für diese Mission hier verbraten. Denn eigentlich, wie gesagt, geht die ja relativ fix vorüber. So. Also der bereitet mir echt ein bisschen Kopfschmerzen. Weil ich einfach nicht weiß, wie lang der Sichtkegel reicht, wie weit er reicht. So. Dat. Pova. Work. Jetzt aber mal. Endlich. Hallo. So. Hilfe, Hilfe, Hilfe.
Ich habe heute noch keinen Kaffee getrunken. Okay. Das sagt vielleicht schon wieder alles. Nein. Ja, denkt euch einfach einen Text aus, den ich euch jetzt erzählen könnte, wahlweise. Dann werden wir jetzt gesehen. Wenn wir hier stehen. Eigentlich ja nicht. Jetzt. Das sieht gut aus. Oh, das sieht sogar sehr gut aus. Jetzt kommt die knifflige Stelle jetzt gleich. Das geht auch noch klar. So Leute, jetzt kommt's drauf an. Jetzt kommt's echt drauf an. Jetzt bin ich echt gespannt. Hilfe. Reicht es von der Entfernung her? Sind wir weit genug weg? Oder nicht? Ja, es reicht. Oh, geil. Sind wir von 23% auf 25% Polizeiakten gekommen. Geil. Leute, ihr wisst, was das heißt? Das heißt, dass wir jetzt erstmal einmal abspeichern, bevor irgendwas anderes abstürzt, passiert, irgendein Meteorit neben mir einschlägt und mir meine ganzen Daten versaut. Nein, das natürlich nicht. UNO, Underground Network Organization natürlich, wie wir noch wissen. Die Mädchen ins Leben gerufen hat mit seinen Komplizen. Powerwork. Fertig. Jetzt. Ministry of Light. Ja, das reicht. So. Das heißt ja, wir könnten jetzt eigentlich sofort den letzten Bruch starten, liebe Leute, den letzten Bruch. Das machen wir jetzt auch. Neuer Plan. Zielgebäude. Ministry of Light. Der Ort, an dem Sinclair verschwunden zu sein scheint. Daisy meint, dass ich es nur bis zur Verdunkungsmaschine schaffen muss, damit unser Plan gelingt. Ziel: Verdunklungsmaschine lahmlegen. Circa 0 Kilogramm. Ach, das ist ja schön, dass das die Verdunklungsmaschine lahmlegen, dass das nur 0 Kilogramm wiegt. Das ist natürlich eine Information, die brauchte ich jetzt unbedingt. Ja, das ist übrigens Sinclair. Der wird ja da gefangen gehalten, soweit ich das jetzt verstanden habe. Das haben wir ja ganz am Anfang des Spiels gehört. Das ist ja unser Mentor, der auch uns unsere Bleibe verschafft hat. Und Daisy kommt also mit als scheinbar als feste Komplizin. Ja, ihr könnt euch ruhig irgendwelche Prozentzahlen der Beute hier ausdenken. Wir werden wahrscheinlich sowieso nichts klauen, denke ich mal. Gehe jetzt mal von aus. Und ja, schauen wir mal, wie es wird. Wie gesagt, ich mache das jetzt ohne irgendwie was auszuprobieren. Ja, wohl. Nehmen wir den, war den nicht. Wir wissen ja noch, dass am Anfang da und ich weiß nicht, ob vom Gewächshaus auch ausgesehen, dass da irgendwo auch so Alarmanlagen und Lichtschranken waren. Das weiß ich wohl noch. Ich rüste jetzt einfach mal das mit aus. So. Unten Dietrich, der schadet auch nicht. Ja, dann kriegst du. Ah, sechsmal, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, wie oft wir was aufbrechen müssen. Achtmal. So, und ich würde sagen, safe aufbrechen.
Ja, höchstens irgendwie einen, weiß ich nicht, je nachdem, wie er eingesperrt ist, vielleicht irgendwie eine Tür oder sowas, könnte ich mir vorstellen. So wie in der Bank, dass man so eine Tresortür hat. So eine harte Tür, ja, ist klar. Eine massive Tür. So, dann schauen wir mal. Ich würde sagen, das sollte es erstmal sein. Okay. Ja, und wo ist denn? Ah, alles klar. Wenn wir jetzt auf Sinclair schalten, dann sehen wir ihn in seiner Zelle und die muss wohl irgendwie weit oben sein, irgendwo. Das ist ein Schalter, ein blauer Schalter diesmal. Und blaue Lichtschranken hatten wir auch noch nicht bis jetzt. Okay. Das hier sieht mir doch sehr nach der Schaltzentrale irgendwie aus. Und das hier kann man mit dem sprechen. Was ist das denn? Ach du Scheiße. Okay. Feuerlöscher. Und das hier ist, dürfte eigentlich der Kerl aus dem Gewächshaus sein. Er mit seiner fleischfressenden Pflanze, kann das sein? Ja, müsste eigentlich. Okay. Ja, und wo, aber wo ist. Ah, sie startet hier. Alles klar. Die sind aus. Die sind aus? Die waren doch an, als wir. Ich gehe einfach mit Daisy los und guck einfach mal. Vielleicht gucken wir doch erstmal, wie es überhaupt hier läuft. Hier ist eine blaue Lichtschranke, die erste. Vier Stück. Ach du Scheiße. Die ist doppelt gesichert, oder was? Boah. Da ist ein Schalter. Der ist für eine andere Lichtschranke zuständig. Dreifach? Verstehe ich das jetzt richtig? Und hier? Hier waren doch gerade Lichtschranken, oder nicht? Okay, schnell da durch. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist so. So, liebe Leute. Und jetzt ist mir gerade leider die Zeit abhandengekommen. Und mit etwas Glück wird ja die nächste Folge auch die letzte Folge von der Clue 2. Man weiß es nicht, man munkelt hart. Ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben, dass ich hier schnellstmöglich das durchbekomme. Aber bis jetzt ist ja schon mal. Scheint es ja schon mal ziemlich komplex zu werden, mit vielen Schaltern und Doppelsicherungen und sowas alles. Aber ich verstehe jetzt nicht, warum hier keine Lichtschranken gerade sind, denn vorhin waren da, glaube ich, welche. Egal, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haben wir wieder was gelernt, nämlich, dass das Kraftwerk doch gar nicht mal so schwierig war. Man wirklich nur genau abteilen muss, wann man wie woher geht, wer wen wo sehen könnte und wann eben nicht. Und das haben wir ja hinbekommen. Und jetzt die letzte große Aufgabe. Das Ministry of Light. Und dafür würde ich sagen, bis zur nächsten Woche, bis zur nächsten Woche, bis zur nächsten Folge natürlich. Ich laber schon wieder ein Dünnschiss hier. Tschüss, liebe Leute. Recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.